Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um die Körperkerntemperatur. Welche Rolle die in unserer Gesundheit spielt, vor allen Dingen in Bezug auf unseren Stoffwechsel, auf die Selbstheilungskräfte, aber auch auf die Nährstoffaufnahme und viele weitere Punkte. Darüber spreche ich heute mit unserem Infrarotexperten Kurt Allensbach. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Kurt. Hallo Corina. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch immer so begeistert, weil ich auch einfach diese Infrarottechnologie, was die alles in unserem Körper bewirkt, ist einfach wirklich faszinierend. Ist so, ja. Wunder der Natur. Jetzt wollen wir heute nochmal auf dieses Körperkerntemperaturthema eingehen. Ganz interessant, dass ich jetzt gerade auch in den Medien aktuell gelesen habe, dass Olympiasportler bei 37,3 Grad dann aussteigen, wenn sie wärmer sind und nicht mehr mit teilnehmen dürfen, wo ich mir dann dachte, ist das wirklich schon eine gefährliche Temperatur oder kann man alle über einen Kamm scheren bei solchen Geschichten? Nein. Das ist für mich auch ein bisschen überraschend, bin auch ein bisschen enttäuscht, weil die Chinesen ja durch ihre traditionelle Medizin ganz einen anderen Weg nehmen, also nicht den westlich normierten Weg. Und von daher schade für die Sportler, weil ich, wie ich dann erkläre, es gibt Menschen, die haben deutlich eine höhere Körperkerntemperatur. Da kann der Wert am Nachmittag gut 37,5, 37,8 sein. Und das ist ganz normal. Also spannend ist ja auch, wie ich auf das Thema gekommen bin. Es ist ja nicht etwas, das man in der Schule lernt, auch nichts, was man unter Freunden diskutiert, weil jeder sagt, ja gut, messen tue ich es nur, wenn ich Fieber habe. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich immer mehr Menschen habe in der Beratung, die alles machen. Also die ernähren sich basisch, die nehmen Nahrungsergänzungsmittel und trotzdem geht es ihnen nicht gut. Und vor allem auch viele immer, die bakterielle Herde haben, die nicht weggehen. Aufgefallen ist mir, dass viele Menschen Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und es war mal eine Situation, so wie in einer Eingebung, da sagte jemand, wow, mir geht's sicher gut, ich nehme jeden Tag 500 Milligramm Vitamin C. Und dann kam so aus mir heraus, ja, und kannst du das denn wirklich auch verstoffwechseln? Das war einfach so und ich dachte, okay. Und dann irgendwann kam das Thema Körperkerntemperatur und da habe ich festgestellt, dass es ein komplexes Thema ist. Es ist also nicht etwas, wo man sagen kann, okay, das ist der Grund, dass sie nicht stimmt. Das ist die Pille. Das ist auch, es gibt auch keine Therapie, also eine einfache Therapieform. Und immer wenn es ein bisschen komplexer wird, dann werde ich so ein bisschen kribbelig und dann muss ich nachforschen. Und so habe ich mich dann dem Thema gewidmet und bin natürlich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Jetzt vielleicht Körperkerntemperatur, du hast das richtige Wort gesagt. Wir sprechen von Körpertemperatur, aber eigentlich ist gemeint die Körperkerntemperatur, weil logischerweise, wenn wir jetzt bei 0 Grad spazieren gehen, wird es hier ein bisschen kalt, aber das ist ja relativ irrelevant. Also die Körperkerntemperatur, die ist noch ungefähr gleich hoch oder sollte gleich hoch sein wie vor 10, 20, 30.000 Jahren. Also es ist ein enges Spektrum zwischen 36,7 bis 37,3. In diesem Bereich sollte die Körperkerntemperatur liegen. Ich rate auch jedem Zuschauer jetzt, das mal zu messen, weil sie werden dann im Laufe des Interviews auch erfahren, wieso das wichtig ist oder mit was das zusammenhängt. Jetzt messen tut man mit einem Thermometer. Es gibt eine ganz einfache Regeln, an 4 aufeinanderfolgenden Tagen misst man pro Tag 3-mal, idealerweise 2 Stunden nach dem Aufstehen und dann alle 3 Stunden. Dann nimmt man den Tageswert und dann nimmt man den Durchschnittswert der 4 Tage und dann hat man seine Körperkerntemperatur. Und wer dann im Anschluss vielleicht an dieses Interview sagt, ich muss was machen, hat dann einen Ausgangswert und kann dann den Erfolg auch wirklich stetig ablesen. Messen, darum habe ich hier diese 3 Thermometer mitgenommen. Also angefangen habe ich mit dem, das sind die neuen, die elektrischen. Habe dann einfach festgestellt, die Anzeige ist sehr, sehr schnell, aber unpräzise. Dann habe ich nochmal einen gekauft, dachte mir, okay, müsste den Check machen, wenn beide das Gleiche sagen, haben aber nicht beide das Gleiche gesagt. Dann habe ich gelesen, dass die einfach unpräzis sind und dann bin ich wieder zu diesem zurückgekommen, den wir alle kennen aus der Kindheit, zumindest wenn man etwa so alt ist wie ich. Es gibt jetzt auch ohne Quecksilber. Und vom System her genau gleich. Also es gibt 3 Orte am Körper, wo man messen kann. Das ist die Mundhöhle, Achsel und dann der Anus.
Das kann jeder selbst entscheiden. Der Anus ist das Präziseste. Ich mache es jetzt unter der Achsel und da ist der Referenzwert dann auch gleich. Gut. Wichtig auch zu wissen, der Körper steuert die Körpertemperatur. Und zwar gibt es drei Orte, wo das passiert. Das ist der Hypothalamuskern, der sitzt da mitten im Kopf. Dann die Schilddrüse und die Nebenniere. Wichtig auch zu wissen, wenn man jetzt diese Tageswerte misst und man hat mehr als 0,3 Grad Unterschied zwischen Tag 1 oder Tag 2, 3, dann deutet das auf eine Schwächung der Nebenniere hin. Dann müsste man hier arbeiten, denn wenn die Temperatur zu stark schwankt oder Anzeichen ist ja auch heiße Hände, heißer Kopf oder kalte Hände, kalter Kopf, dann ist die Temperatursteuerung nicht ideal, weil der Körper strebt ja an, immer etwa gleich die Temperatur zu halten, damit er weiß, wie er funktionieren kann. So. Das zur Körperkerntemperatur. Was machst du dann mit der Nebenniere, wenn du merkst, okay, da ist jetzt 0,3, wie kriege ich das wieder reguliert? Ja, die Nebenniere, wenn die nicht funktioniert, dann meistens, weil die Niere sehr anfällig ist auf Stress, auf Stresshormone. Und wenn die Nebenniere dann durch die Stresshormone durcheinander gebracht wird, dann kann sie natürlich ihre Funktion der Temperatursteuerung nicht mehr wahrnehmen. Und dann muss man da ansetzen. Der Hypothalamuskern, der ist leider sehr anfällig auf die Schwermetallbelastung, die wir alle haben. Und das ist auch ein Grund, warum bei vielen die Körpertemperatur nicht mehr stimmt, weil der Körper erstens das nicht mehr regulieren kann und weil wir zweitens uns auch selbst belasten mit Giften, mit Ernährungsweise, die dann die Körpertemperatur im Prinzip kaputt macht. Mhm. So, gut. Was ja auch bekannt ist, dass wenn wir Fieber haben, dass jeder sofort zum Thermometer greift und dass man Fieber sehr, sehr schnell erkennt, unter Temperatur nicht. Und bei mir geht es auch immer darum, wenn ich Kunden habe, dass ich so ein bisschen den Zusammenhang erkläre, warum machen wir gewisse Sachen, wie wir sie machen. Denn wenn der Kopf bereit ist, dann nimmt der Körper auch die Umstellung besser auf. Warum der Fokus auf das Fieber? Also wenn ich hier das Thermometer anschaue, dann geht der Bereich von 35, also die Zahl sieht man nicht mal mehr, bis 42. Das heißt, wenn ich das Ideal der Körpertemperatur um 37 habe, dann habe ich ja 5 Grad nach oben Platz, aber nur 2 nach unten. Und das zeigt mir, dass wir immer noch so denken wie vor 200-300 Jahren, als das Fieber wichtig war. Und warum war Fieber wichtig? Weil Fieber immer das erste Anzeichen war für Entzündungen, Infektionen. Früher ist man an Fieber ganz einfach gestorben. Mhm. Man hatte kein Antibiotika, also im Prinzip konnte man die Tage zählen, okay, wirst immer blasser und irgendwann ist zu Ende. Heute haben wir ja ein Arsenal an fiebersenkenden Mitteln, ob das jetzt immer gut ist, sei dahingestellt, aber auch an Medikamenten, um die fiebererzeugenden Infektionen zu beseitigen, eben Antibiotika. Und trotzdem ist der Fokus immer noch auf dem Fieber. Also das Fieber misst man, aber kennst du jemanden, der seine Untertemperatur misst? Ich habe noch niemanden gehabt in der Beratung, der mir sagte, ja, ich weiß, ich habe so und so viel Untertemperatur. Telefonisch hatte ich schon ein paar. Die Deutschen scheinen das besser zu machen, aber... Ja, die kriegen ja auch Fieber gemessen, wenn sie irgendwo einkaufen gehen wollen. Ja, genau. Die wissen es jetzt. Richtig, genau. Also der Fokus ist immer zu stark auf dem Fieber. Und wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, ich habe ständig kalte Hände, kalte Füße, dann kommt der Ratschlag, ziehen Sie sich warme Socken an. Mhm. Oder auch schon gehört. Und das ist ein bisschen schade, weil die Untertemperatur ist wirklich nicht ohne. Und hier sollte man meiner Meinung nach beim Thermometer, sollte man die obersten 1 oder 1,5 Grad sollte man streichen, weil wenn ich 40 Grad Fieber habe, gehe ich sowieso zum Arzt. Niemand braucht 42 Grad. Aber unten hätte ich gerne noch ein bisschen angesetzt, dass es bei 34 Grad beginnt, weil du wirst es nicht glauben, wie viele ich eben, das sind am meisten dann die telefonischen Beratungen, habe, die sagen, ich habe 35 Grad. Und das sind 2 Grad. Dann kann man sagen, Herr Ernstbach, machen Sie kein Theater, liegen 2 Grad. Aber wenn wir zum Beispiel die Erderwärmung anschauen, was 1 Grad macht, oder? Das ist enorm. Mhm. Gut, dann das Nächste, was ich erklären möchte, auch im Thema Zusammenhang, wie funktioniert unser Körper?
Unser Körper ist eingestellt von der Natur auf 37 Grad. Da funktioniert unsere Maschine am besten. Wir sind ja ein lebendiges Chemielabor. Die ganze Zeit passieren chemische Prozesse. Und du hast vorhin ganz schön den Stoffwechsel erwähnt. Was heißt denn Stoffwechsel? Stoffwechsel heißt, dass Stoffe gewechselt werden. Und das passiert mit Chemie. Kennen wir alle vom Unterricht. Flüssigkeit A mit Flüssigkeit B, Temperatur gibt Flüssigkeit C oder Rauch oder was immer. Und jetzt kommt was ganz Interessantes und da habe ich zum ersten Mal gestaunt. Jede Zelle in unserem Körper verarbeitet 50.000 chemische Prozesse. Nicht am Tag, nicht in der Stunde, pro Sekunde. Wow. 50.000. Und wir haben 30 Billionen Körperzellen. Das ist eine 3 mit 13 Nullen. Also das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Auch die 50.000 pro Sekunde, ich sag mal 5 pro Sekunde, wenn du die da aufstellst, das kann ich noch optisch nachvollziehen, 50.000 chancenlos. Gut, jede chemische Reaktion im Körper braucht eine Zündkerze, wie der Motor. Und die Zündkerze für die chemischen Prozesse im Körper sind die Enzyme. Und Enzyme sind kleine Aminosäuren, kleine Eiweiße. Und das Enzym funktioniert am besten bei 37 Grad. Wenn es kälter ist, und da braucht es eben nicht viel, dann wird das Enzym starr. Und warum muss das Enzym beweglich sein? Weil ja je nachdem, was im Körper ist, der chemische Prozess ein anderer ist. Das muss sich anpassen. Und wenn das sich nicht anpassen kann, dann kann der Prozess nicht so gut funktionieren. Eben, nehmen wir das Auto mit Benzinauto, spielt keine Rolle, wie viel PS. Jeder hatte schon mal eine stotternde Zündkerze. Dann läuft nichts mehr. Der Motor, egal wie viel PS, läuft nicht mehr. Und was passiert dann? Und genauso gehen wir durchs Leben mit einer stotternden Zündkerze, Enzym, wenn wir zu wenig Körpertemperatur haben. Und das ist ein Zusammenhang, den muss man wissen. Jetzt, warum spürt man das nicht? Weil das, und das ist so ein Thema, das habe ich oft in verschiedenen Arten in meinem Bereich, die Verspannungen sind so ein Thema, das kommt langsam. Die Körpertemperatur, ich kann mich erinnern als Kind, wie deine Kinder, wie du selbst, hast du Fieberentzündungen und irgendwann sagt die Mutter, da 36,8, kannst du wieder in die Schule. Das ist noch bei mir gespeichert. Aber als ich dann vor ein paar Jahren meine Körperkerntemperatur gemessen hatte, hatte ich unter 36. Da dachte ich, jetzt ist etwas nicht gut. Warum das? Und dann habe ich angefangen nachzuforschen. Also diese Enzyme, das ist elementar, dass diese die richtige Temperatur haben, weil das ist der Zündfunke des Lebens. Und das ist vielen nicht bewusst und leider auch seitens der Ärzteschaft. Ich habe auch Ärzte gefragt, was macht ihr, wenn jemand kommt mit Untertemperatur? Ja, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Und das Problem ist die Untertemperatur. Es gibt keine Pille, es gibt auch nicht eine Kur. Du kannst die nicht einfach auflösen. Und das macht es ein bisschen schwierig, aber das macht dann mich ein bisschen so neugierig. Okay, aber das interessiert mich, weil wenn die, ich sag mal, heute ist recht pauschal, das kann man dann auch von mir aus in den Kommentaren schreiben, wenn die Körpertemperatur stimmt, ist vieles in Ordnung. Ja, vor allen Dingen haben wir ja gerade diese Werbung auch mit den Enzymen, Q10 und so, Verjüngung und. Das sind ja alles auch marketingstrategische Dinge, die uns ja motivieren, dann auch Dinge zu kaufen oder zu konsumieren, wenn die gar nicht ankommen oder gar nicht wirken können. Das ist natürlich auch Perlen vor die Säue, ja. Genau, und das ist für mich so, also das größte, sagen wir, Verbrechen, dass man etwas suggeriert, was gar nicht stattfindet. Also wenn ich teure Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, aber wegen zu kalten Enzymen das gar nicht verstoffwechseln kann, dann ist das ein teurer Stuhlgang. Und das hat mich dann fast ein bisschen aufgeregt. Nee, also so viele Kunden sagen, die machen alles und es geht ihnen schlecht. Und darum habe ich ja dann angefangen, so, was ist der Grund? Und es ist im Prinzip das Einfachste, macht etwas mit eurer Körpertemperatur. Weißt du? Und das ist so das Schöne, okay, jetzt habe ich ein ganz einfaches Mittel, wie ich viele Prozesse ins Gleichgewicht bringen kann. Es ist ja dann nicht nur die Aufspaltung der Nährstoffe, es ist ja dann auch die Entgiftung, die nicht stattfinden kann. Und ganz wichtig jetzt, ich habe ein paar Frauen, ich glaube, es waren alle Frauen, die sagen, ja, ich mache Rohkost und mir geht's nicht gut. Okay.
Was ist das Ziel der Rohkost? Eine möglichst hohe Ausbeute an Nährstoffen, gell? Aber Rohkost ist eine kalte Nahrung. Und wenn die Rohköstler nur 35 oder 35,5 Grad Körpertemperatur haben, dann können die die Nahrung gar nicht verwerten. Mhm. Und das ist sowas auch wieder was Einseitiges. Man sagt, okay, Rohkost, das stimmt in der Theorie, aber ich frage immer, ob das jetzt die Nahrungsergänzungsmittel sind oder die Rohkost. Was kommt an? Nur das, was ankommt, ist für mich verwertbar. Und ich hatte ein paar, es waren immer Frauen, also ich weiß nicht, ob die Männer das nicht machen mit der Rohkost, aber das wusste ich ja gar nicht, ja, was mache ich jetzt? Und sage, ja, steigen Sie Ihre Körpertemperatur, dann kommt alles in die Ordnung. Weil das Thema ist ja das, wenn ich eine basische Ernährung einnehme und aber zu wenig Enzyme habe, habe ich die übrigens auch in der Magensäure zu wenig, dann wird die basische Nahrung wird sauer. Ja, weil sie nicht genug aufgeschlüsselt wird, weil sie nicht genug schnell verarbeitet wird. Und dann höre ich ab und zu auch von jemandem, der Rohkost, ja, ich bin die ganze Zeit sauer, aber ich ernähre mich basisch. Keine Ahnung. Und das ist der Zusammenhang, weißt du? Das ist haben ja die Frauen, die das dann so mit dir besprochen haben, das dann auch umgesetzt? Was haben die dann gemacht, um ihre Kerntemperatur wirklich anzukurbeln? Gab es da dann auch so Vorher-Nachher-Geschichten? Noch nicht, weil ich war noch ein bisschen, also ich habe noch nicht so viele und ich habe noch nicht die Langzeiterfahrung. Aber ich kann dann im nächsten Schritt sagen, was die ganz einfache Lösung ist. Mhm. Man muss eigentlich gar nicht viel machen, wenn man erkennt, wo man ansetzen muss. Also wir haben ja eben gesagt, oder ich habe gesagt, der Hypothalamuskern ist belastet. Also wenn die Regelung, die Regulierung nicht stimmt, dann kann der Körper sowieso nie ins Gleichgewicht, weil du kannst die Regulierung nicht übersteuern. Du kannst den ganzen Tag heißen Tee trinken, oder? Aber irgendwann, wenn du im Bett bist und nicht mehr trinkst, wirst du kalt, weil die Regulierung falsch ist. Also man muss bei der Regulierung ansetzen und dann natürlich auch gewisse Lebensabläufe anpassen. Also eins ist zum Beispiel dieser verdammte Kühlschrank. Mhm. Ja. Wenn du etwas Kaltes zu dir nimmst, was tiefer ist als deine Körperkerntemperatur, dann nimmt dieses Nahrungsmittel mehr Energie, als es gibt. Mhm. Weil die Verdauung arbeitet optimal bei 37 Grad. Und wenn ich zum Beispiel morgen als erstes ein kaltes Joghurt esse, also Joghurt, flüssig, sehr schnell unten, wärm das mal von 5 auf 37 Grad. Also in der ganzen Zeit, wo das aufgewärmt werden muss, kann die Verdauung nicht arbeiten. Mhm. Weil den Kühlschrank, das Nahrungsmittel braucht den Kühlschrank nicht. Das ist was wir brauchen, weil es uns für uns bequem ist. Also wir können die Nahrung länger haltbar machen. Aber ich sage, ja gut, wenn du weißt, dass du einen Joghurt gerne isst am Morgen, nimmst doch am Vorabend raus. Dann hat es mindestens 20 Grad. Mhm. So. Ja, das merkt man auch in der ayurvedischen Küche, gell, dieses genau. Morgens. Hatte ich auch witzigerweise, wo mir dann mal jemand gesagt hat, ich brauche morgens was Warmes. Ja, richtig. Und es macht echt einen riesen Unterschied, wenn man morgens dann sich so ein warmes Porridge macht mit Zimt. Genau. Hat man echt mehr Energie. Also es ist schon echt. Und das ist ganz einfach, wer auf den Körper hört, du isst was und du schaust, habe ich mehr Energie oder weniger? Und dann konsequent nach dem. Also eins meiner Lieblingsessen ist eine Minestrone. Das ist eine Suppe mit ein bisschen Speck drin. Aber das gibt mir so viel Energie und es ist gar nicht wichtig, welches Gemüse und welches Fleisch und welche Kartoffel. Aber alleine die Kombination, das gibt mir Energie. Das ist für mich viel wertvoller als im Winter. Kalten Salat kann ich nicht. Mhm. Mein Körper sagt, nee, zieht mich runter. Oder auch, mein Körper ist so jetzt trainiert auf das Warme, dass wenn ich zu viel Kaltes trinke, also zu viel ist eben dieses Glas zum Beispiel, wenn ich das jetzt in einem Schluck trinke, dann huste ich 10 Minuten. Mhm. Weil mein Körper sagt, gar nicht gut für mich. Ich habe was anderes gelernt, weil ich mich trainiert habe. Und dieses kalte Trinken ständig, die kalte Information, das ist eben der andere Einflussfaktor. Der Körper gewöhnt sich dann an das. Wie sich ein Körper, haben wir auch schon besprochen beim letzten Interview, die Verspannungen. Wenn ich ständig verspannt bin, dann schnappt der Körper das Programm, okay, ich habe einfach eine Verspannung. Dann ist das für ihn normal. Der Körper mit 35 Grad
er kann ja gar nicht höher sein. Sag, okay, wenn du die ganze Zeit was machst, dann mache ich 35 Grad. Aber dann fangen die Probleme an. Mhm. Also wer zum Beispiel ständig brüchige Nägel hat, raue Haut, brüchiges Haar, das sind auch Anzeichen, dass die Enzyme, die für das Äußere zuständig sind, zu wenig elastisch sind. Weil brüchig heißt ja nicht elastisch. Mhm. Also das ist auch, sind auch Anzeichen, es kann ja auch was anderes haben. Da könnte man mal schauen. Also für mich Körpertemperatur, ich bin ja immer so, soll ich weinen oder soll ich vor Freude oder soll ich Freude haben, weil es ist so traurig, was wir machen mit einem Geschenk. Jedes Baby hat im Schnitt 37 und dann geht Talfahrt. Und dann sagen wir, ja, Nährstoffauswertung, ich bin eben alt, Blödsinn, du hast keine Temperatur mehr. Und dann ist die Auswertung wieder perfekt. Mhm. Dr. Feldhaus hat ja mal gesagt, hier bei euch, den ich auch sehr, sehr schätze, wir haben grundsätzlich mehr oder weniger genug Versorgung durch die Nahrungsmittel. Im Einzelfall kann man supplementieren. Wahrscheinlich meint er auch, wenn die Körpertemperatur stimmt. Aber wenn die Körpertemperatur nicht stimmt und dann einverstanden die Nahrungsmittel auch nicht mehr so top sind, dann reicht es nicht mehr. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Toxine und die schweren Leichtmetalle den Körpertemperatur auch beeinflussen. Sehr gut. Und das sind jetzt die Einflussfaktoren. Was macht's denn, dass wir Untertemperatur haben? Also ich habe erwähnt, die Schwermetallbelastung, vor allem Hypothalamuskern und dann die Zirbeldrüse, weiß man ja auch. Und ein Metall ist kühlend. Ganz einfach. Geh raus, jetzt bei 0 Grad, greif ein Metall an und dann greif einen Baum an. Oder ist es, also praktischer kann man es nicht machen. Impfungen, kühlend, dann Genussgifte. Genussgifte verengen die Blutgefäße und dann kann das Blut die Wärme nicht mehr transportieren. Mhm. Genussgifte, jetzt Zigaretten, Alkohol. Ja, genau, ja. So, richtig, diese Genussgifte. Dann Bewegungsmangel. Wenn ich mich bewege, erzeuge ich Temperatur. Mhm. Und wenn ich dann einfach mich wenig bis gar nicht mehr bewege, dann fehlt dem Körper dieses Anzünden. Also es ist nicht die Zündkerze, sondern einfach mal wieder selbst Temperatur zu erzeugen. Wichtig zu wissen auch, und das wissen auch viele nicht, es gibt ja viele Leute, die probieren alles mit Diäten, um abzunehmen, und es geht nicht weg. Der Pirelli bleibt. Und der Körper schützt, wenn ich Untertemperatur habe, schützt der Körper durch eine Fettschicht seine Temperatur. Mhm. Also hier könnte man auch schauen, was ist meine Temperatur? Denn natürlich als Körper, das ist die Körperlogik. Dem ist es völlig egal, ob das jetzt attraktiv ausschaut im Freibad oder nicht. Mhm. Der sagt, ich muss mich schützen. Und es ist ja auch so, dass der Körper sagt, gut, also wenn die Körpertemperatur nachlässt, das Äußere ist mir egal, also eben brüchige Nägel, Haut, Haare, das ist ja fürs Überleben nicht wichtig. Auch Folgeerscheinungen von Untertemperatur sind Depressionen, Gedächtnisverlust und Libidoverlust. Alles fürs Überleben unwichtig. Gell? Gut, du hast noch gefragt, was sind die Gründe? Die kalte Nahrung habe ich erwähnt und ich mache dir ein praktisches Beispiel. Ich gönne mir ja einen Tag meiner Arbeitswoche in meinem Lager, oder? Und dann gehe ich dann oft und gerne auch in die Kneipe, die Arbeiterkneipe. Und jetzt muss man sich mal einfach das beobachten, was machen da die Handwerker, die zum größten Teil bei 0, 3 Grad draußen arbeiten. Die kommen rein und dann gibt's immer Getränk, Vorspeisesuppe, Hauptgang. Und als Getränk gibt's eine Cola aus dem Kühlschrank, 5 Grad. Okay, die werden mal fleißig reingeschüttet, dass die Magensäure in der Schockstarre ist. Vom Zucker wollen wir gar nicht sprechen. Okay, gut. Dann immerhin die Suppe, aber das reicht nicht. Du kommst ja nicht auf die 37 Grad und anschließend finde ich auch gut. Und wer schafft das Essen? Man braucht ja Proteine. Aber was macht der Magen? Nichts. Und weil es so schwer im Magen liegt, kommt dann der Kaffee als Doping. Und so gehen wir durchs Leben. Wenn ich in diese Kneipe gehe, bestelle ich mir als erstes einen warmen Pfefferminztee. Beim ersten Mal schaut mich die Serviertochter an. Aha, okay, gut, warmer Pfefferminztee. Ich bin natürlich der Einzige. Oder nehmen wir das, gehen wir zu einer anderen Bevölkerungsschicht, das edle Abendessen. Was gibt's als Aperitif? Einen kühlen Weißwein. Hat die Magensäure, sagt er, perfekt. Die Kälte tut mir wahnsinnig gut. Und so verunmöglichen wir
dass der Magen arbeitet und dann, wenn der Magen nicht arbeitet, Sodbrennen, Rülpsen, Verdauung schlecht, Durchfall. Mhm. Am Abend gibt es dann meistens noch einen Fisch, den man eigentlich auch besser verarbeiten müsste. Und das sind so die ganz einfachen Zusammenhänge, wie man selbst eben durch einfache Änderungen die Körpertemperatur unterstützen kann. Aber wie gesagt, es dauert mehrere Monate, bis man da auf einem gesunden Level ist. Mhm. Und darum rate ich jedem, viele machen Vorsorgeuntersuchungen, die lassen alles untersuchen. Körpertemperatur, keine Ahnung. Und das kann man mit dem Ding selbst machen. Super. Kostenlos. Vielen Dank, lieber Kurt. Sehr gerne geschehen. Für die Ausführungen, wenn man sich doch noch Thema Körpertemperatur und dem Ganzen intensiver widmen möchte, bist ja auch Infrarotexperte. Genau. Gibt es da Möglichkeiten, sich zu informieren? Ja, es gibt Möglichkeiten. Also die erste sage ich jetzt, was mache ich für meine Körpertemperatur? Ich habe das Glück, dass ich eine Infrarotkabine habe, die ich auch anbiete und die mir 3, 4 Hilfen anbietet, die ich jetzt einzeln erzählt habe. Also mit der Infrarotkabine, du hast ja mal meine Schwermetallbelastung schon mal gesehen, das ist ja inexistent, genau. Ja, super. Kann ich meinen Hypothalamuskern einfach rein und sauber halten? Ich kann, Stress habe ich auch, ich kann die Nebenniere entlasten mit der Infrarotkabine, weil ich die Stresshormone rausschwitze. Ich kann 3, 4 Mal pro Woche, wie ich es mache, meinem Körper einen Wärmeimpuls geben, dass er sagt, okay, der schaut zu mir, ich mache Wärme. Und mit diesen Maßnahmen habe ich meinen Körper, sagen wir mal, sehr, sehr gut vorbereitet und dann mache ich natürlich auch eben warme Getränke. Und wer dazu mehr wissen möchte, kann mir schreiben. Ich beantworte alle Fragen, kann auch einen Kommentar auf dem Video, das dann herauskommt, hinterlassen oder kann mich auch anrufen. Das ist für mich auch schön. Ich habe ja auch viele, viele Fragen, die sagen, ja, meine Mutter hat das oder mein Mann hat das oder ich habe das. Und das ist eine Freude, wenn ich einfach durch dieses Thema mit einfachen Mitteln, also kostet 10 Euro und kann das Leben verändern. Super. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne geschehen. Bis bald. Bis bald, Corinna. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen zu dem doch sehr wichtigen Thema, wirklich mal den Körper wieder in eine gesunde Temperatur zu bringen. Bedanke mich fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit, bis bald und tschüss.